Gott, ich wäre es. Hallo und herzlich willkommen hier im Livestream des Deutschen Museums auf YouTube. Super pünktlich heute, denn wir sind in der Zeitmessung. Ist ja ein interessanter Gedanke. Ne? Für uns ist es völlig klar, dass es Zeit gibt. Der Tag ist eingeteilt in Stunden und in Minuten und wir müssen pünktlich sein, sonst verpassen wir den Zug. Aber irgendwann hat das ja irgendjemand erfunden. Und damit wir ein bisschen was über die Geschichte der Zeit erfahren und wie Uhren entstanden sind, sind wir hier im Deutschen Museum und wir haben einen wunderbaren Experten bei uns, nämlich den Herrn Sicker. Hallo, vielen Hallo. Dank, dass wir da sein dürfen. Habe ich das richtig gesagt? Zeit an sich gibt es, aber die Einteilung der Zeit, das wurde doch irgendwann irgendwie erfunden. Das wurde irgendwie erfunden, aber es war natürlich auch irgendwie von der Natur vorgegeben. Und ich meine, deswegen stehen wir jetzt hier zum Beispiel bei dem Planetenmodell. Die Zeit geben uns einfach der Lauf der Planeten vor. Also wenn die Erde, hier sieht man in der Mitte, sieht man da das Sonnensystem und außenrum in der Kristallkugel, da sind die ganzen Fixsterne ungefähr mit ihren Sternbildern aufgemalt. Das war übrigens so ein Vorläufer vom Planetarium. Das stammt noch aus der Anfangszeit des Deutschen Museums. Okay. Also eigentlich aus der Astronomie, aber es passt auch gut in die Zeitmessung, deswegen steht es jetzt hier. Mhm. Also man sieht da in der mittleren Ebene, sieht man eben das Sonnensystem und da sieht man auch die Erde, und die Erde bewegt sich ja einmal auf ihrer Bahn im Jahr um die Sonne und das definiert einfach das Jahr. Und dann sieht man da noch den Mond bei der Erde, und der Mond hat früher mal die Monate definiert eigentlich. Und dann haben wir festgestellt, naja, die Monate, die passen nicht ganz in ein Jahr rein. 12 Monate passen nicht ganz in ein Jahr rein. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann passt man die Monate an. Und bestimmte Kalendersysteme haben es nicht gemacht, islamische Kalender und so, aber bei uns ist deswegen diese Mondbewegung nicht mehr so mit dem Monat korreliert, ja? Sondern deshalb, das ist nur noch ungefähr quasi. Deshalb haben wir auch im Februar nur 28 Tage, oder? Genau, wir haben das so hingebastelt, dass es halt eigentlich zum Schluss 12 Monate wunderbar in ein Jahr reinpassen. Da haben wir einen Monat ein bisschen kürzer gemacht, einen Monat ein bisschen länger. Und das war so der Trick dabei. Mhm. Aber deswegen können wir jetzt natürlich nicht mehr sagen, naja, wenn die erste Mondsichel sichtbar ist, wie beim islamischen Kalender, dann haben wir Monatsanfang. Ja, sowas können wir nicht mehr sagen. Okay. Sondern bei uns, wir müssen dann nachschauen, ob wir gerade Vollmond haben. Ja, können wir nicht mehr an unserem Kalender ablesen. Jetzt ist es ja so, ich verstehe total, dass man sagt, wenn die Sonne aufgeht, geht der Tag los. Wenn die Sonne untergeht, ist der Tag vorbei. Aber woher kam diese Idee, wir müssen das jetzt noch genauer aufteilen, damit wir noch ein bisschen mehr Kontrolle über den Tag haben? Naja, die Idee, glaube ich, die kommt automatisch, wenn man mal sagt, man will sich zu einer bestimmten Zeit treffen oder man will den Tag eben in gewisse Tagwerke einteilen, vielleicht auch rituelle Handlungen. Ja, früher war es vielleicht noch nicht die katholische Religion, die dann irgendwie das Kirchturmläuten als Zeichen gesetzt hat, dass man zum Beten gehen muss, aber es waren andere Religionen. Das heißt, ich glaube, der Wunsch, das genau einzuteilen, der war natürlich automatisch da. Und ich meine, was man dann gemacht hat, ist ja, dass die Erddrehung, der Tag, das ist eigentlich unsere grundlegende Zeitskala, der Sonnentag. Das ist unsere grundlegende Zeitskala. Und das hat man in 24 Stunden eingeteilt, in 60 Minuten zu 60 Sekunden und so weiter. Und dann hat man den mittleren Sonnentag definiert und das ist unsere Zeit. Okay, gab es da viel Streit? Also haben die gesagt, nein, aber wir brauchen 30 Stunden und andere, nein, 6 Stunden sind völlig genug. Also, es ist über so lange Zeit gewachsen, dass ich jetzt nicht sagen könnte, an welchem Punkt da Streit gab. Es gab bestimmte Punkte, wo es drüber Streit gab. Also es gab dann einen Streit, als man tatsächlich festgestellt hat, diese Erde, die Erddrehung, die Zeit, die nach der Erddrehung definiert ist, die läuft anders als zum Beispiel die Zeit der Atomuhren und die Zeit der Quarzuhren. Und dann gab es Streit und dann hat man gesagt, naja, die Drehung der Erde nimmt man jetzt nicht mehr als Standard, sondern man nimmt Atomuhren als Standard. Okay. Hier haben wir übrigens so eine Atomuhr. Oh, die gucken wir uns an. Das ist eine Atomuhr? Darf ich nah dran oder werde ich verstrahlt? Nein, die ist nicht im Betrieb. Also eine Atomuhr zu betreiben ist ein bisschen kompliziert. Das liegt daran, dass man Cäsiumatome braucht. Man muss die erhitzen in so einem Atomofen und dann muss man die Ionen in so einen Mikrowellenresonator einschießen. Und das ist ein komplizierter Prozess. Ja. Gut. Aber diese Atomuhren, die gehen also sehr, sehr genau. Also mittlerweile hat man so Atomfontäneuhren. Und in 300 Millionen Jahren, da gehen die eine Sekunde falsch. Also ist nicht viel. Da kann man den Flieger nicht verpassen. Genau. Und mittlerweile ist es so, dass die Zeit definiert ist eigentlich von 400 Atomuhren, die weltweit stehen.
und das Büro für Maße und Gewichte in Paris, die berechnen daraus die Weltzeit. Also das ist die UTC, bezeichnet sie als Universal Coordinated Time. Ja, das ist die universelle Weltzeit. Und das ist das, was manchmal im Kalender drin steht, UTC, und ich denke mir, was ist denn, oder die mitteleuropäische Zeit? Okay, das heißt, es gibt also 400 Uhren auf der ganzen Welt, die uns sagen, genau, wie spät es ist. Und solche Art Uhren, genau. Ja, die uns sagen, wie spät es ist. Und, und warum steht das in Frankreich? Also wer hat das entschieden? Gibt es so eine Art Weltreich für Uhren? Das Büro für Maße und Gewichte war seit jeher in Paris und die haben dann später auch die Zeitmessung übernommen. Das heißt, dort ist auch die Zentrale der Zeitmessung. Das ist ein internationales Büro, ist aber in Paris. Genau. Das klingt nach irgendeiner Sache, die Verschwörungstheorien auf YouTube verursacht, wenn man mehr darüber nachdenkt. Und das Witzige ist eigentlich, weil wir die Erddrehung eben erwähnt haben. Ja? Mhm. Die Erddrehung läuft eben ein bisschen anders als diese Atomuhren. Und damit es aber wieder in Einklang gebracht wird, nehmen wir nicht eigentlich die Zeit nur der Atomuhren, sondern wir stellen die Zeit der Atomuhren teilweise um eine Schaltsekunde nach. Die Erde dreht sich eigentlich immer ein bisschen langsamer, ein bisschen unregelmäßig. Mhm. Und deswegen halten wir die Uhr, die man auch am Handgelenk hat oder auch die Uhr, die im Handy ist, irgendwann mal für eine Sekunde an im Jahr. Und wir merken es nie. Ich weiß nicht. Ich zähle die Sekunden. Ist dir aufgefallen? Nein, ich wusste nicht. Aber jetzt wird angekündigt. Im Radio wird es angekündigt ab und zu mal. Es steht für eine Sekunde still dann, die Zeit. Das heißt, wir sind dann langsamer, wir reisen in der Zeit zurück. Wir reisen in der Zeit zurück, ja, genau, so kann man es sagen. Aber momentan ist es anders. Momentan soll sich sogar die Erde wieder schneller drehen. Das heißt, vielleicht muss man nächstes Jahr sogar eine Sekunde wieder dazuzählen. Also, Erde macht einfach, was sie will. Die dreht sich da. Die macht, was sie will. Aber das hat man, wie gesagt, erst festgestellt, als man Quarzuhren hatte. Mhm. Quarzuhren, die dann 2000stel Sekunden am Tag nur noch falsch gegangen sind. Und da haben wir festgestellt, dass die Drehung der Erde nicht gleichmäßig ist. Und dann ist man auf die Idee gekommen, man braucht Atomuhren. Das ist so typisch. Atomuhren. Die Quarzuhr ist nicht schuld, die Erde ist schuld, wenn es falsch läuft. Aber die sind halt einfach super, super krass genau. Ja. Und die funken dann tatsächlich an alle Geräte in der ganzen Welt, die... Genau. Das ist ja vernetzt, das ganze System. Und auch GPS funktioniert mit dieser... Eigentlich nicht mit der koordinierten Zeit, sondern mit nur der Atomuhrenzeit, weil GPS-Systeme sagen sich, das ist nicht so gut, wenn wir teilweise eine Sekunde dazuzählen und abziehen. Weil wenn ich GPS zum Beispiel betrachte, dann muss ich da ja, die Uhren müssen auf Nanosekunden genau, auf ein paar Nanosekunden genau gehen, ansonsten habe ich da schon 100 Meter Abweichung gleich oder sowas. Das heißt, die brauchen natürlich auch eine ganz genaue Zeit. Und das die haben auch Atomuhren an Bord da oben auf den Satelliten. Ach, wir haben nicht nur die 400 hier auf der Erde, sondern um uns herum fliegen auch nochmal Atomuhren. Nee, aber bevor wir jetzt zu weit gehen. Jetzt wird es zu kompliziert. Wollen wir mal in der Zeit zurückreisen? Ja, in der Zeit sehr zurück. Genau. Sehr gut. Also wir machen jetzt das Zeit-Zurückspulgeräusch. So, wo befinden wir uns hier? Also jetzt sind wir 1500, 1400 vor Christus und da hat man sich tatsächlich auch schon Gedanken über Zeit gemacht. Man hat natürlich immer gesehen, dass die Sonne am Himmel ihren Lauf zieht, hat Sonnenuhren damals auch gehabt. Aber man wollte, auch wenn die Sonne nicht scheint und auch für Gerichtsverhandlungen oder wenn einer zu lange geredet hat, wollte man irgendein Zeitmaßsystem haben und dann hat man solche Wasseruhren damals schon verwendet. Es gab da schon die Leute, die zu viel gelabert natürlich, haben. Natürlich, klar. Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist so eine Art Eimer und das füllt man mit Wasser. Und da ist jetzt in dem Gipsabdruck, was ein bisschen unsinnig ist für einen Besucher, finde ich, ist der Auslauf nicht drin. Also im Grunde genommen ist da unten ein Auslauf und der muss halt ganz kontrolliert, muss dieses Wasser rauslaufen. Ganz fein, ganz kontrolliert. Und dann sinkt natürlich der Wasserspiegel langsam ab und ich habe in der Mitte innen dann eine Skala und dann kann ich da ablesen, wie viel Zeit schon vergangen ist. Das Gleiche kann ich mit Einlauf machen. Ich kann irgendwas reinschütten und dann erfüllt sich das langsam, habe ich eine Einlaufuhr quasi. Auslaufuhr, Einlaufuhr. So. Und eine Jojo-Uhr oder was ist das? Ja, das ist was Lustiges und es zeigt halt, dass man eigentlich fast jedes physikalische Prinzip benutzen kann, um eine Uhr zu bauen. Ja, eine Uhr muss nicht unbedingt ein Ziffernblatt haben und einen Zeiger oder was. Eine Uhr kann ganz verschiedene Ausformungen haben. Und das ist eigentlich so eine Walze, kann man sagen, die ist in 7 Sektoren innen eingeteilt. Mhm. Und zwischen den Sektoren ist ein kleines Löchelchen angebracht
und in einem Sektor, der ist mit Wasser gefüllt. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das abrollt, dann wird ein Sektor immer ein bisschen nach oben geschoben und das Wasser tropft langsam in den anderen Sektor rein. Und so bewegt sich das langsam nach unten. Es rollt quasi langsam. Man rollt es erst hoch. Man rollt es erst hoch. Und dann fließt das Wasser unten und es dreht sich einmal. Und es, dann dreht sich ganz, es dreht sich ganz langsam, weil quasi es ist auch eine Art Wasseruhr. Ja? Es läuft immer von einem Sektor in den anderen ganz langsam läuft das Wasser rein. Eine brillante Idee. Also eine Jojo-Uhr würde ich sie jetzt mal einfach nennen, nur in Slow Motion. Genau, und so kann ich auch andere Prinzipien nutzen. Ich kann im Prinzip auch Kerzenuhren, die waren im Mittelalter teilweise bei Mönchen auch zum Teil in Gebrauch. Also gerade in Nachtstunden ist es natürlich Sonnenuhren nicht so praktisch. Also da hat man dann so Bleikugeln drin gehabt und dann, wenn es abgebrannt ist, dann ist die runtergeploppt und dann hat man gewusst, okay, nächste Stunde ist abgebrannt quasi in dem Fall. Aber super genau war das nicht, also auf Atomuhrniveau auf einer, nicht war ganz. Das alles natürlich nicht. Ja. Und Sanduhren ist tatsächlich erst relativ spät gekommen. Wann meinst du, wann Sanduhren kamen? Ich hätte jetzt ja, ich kann ja ganz schlecht schätzen und raten. Ich hätte jetzt gesagt, Sanduhren war so das Erste, was man sich überlegt hat, weil es doch so logisch. Keine Ahnung, vor also erst 2000 im 14. Jahren. Jahrhundert. Ach, kamen Sanduhren auf. Und Sanduhren wurden ja dann auf Schiffen benutzt, als Lockglas, um die nächste Wache einzuläuten und so weiter. Mhm. Ganz vielfältig. Ja, gehen wir vielleicht mal weiter. Mhm. Dann kommen wir zum Bereich, der natürlich hier jetzt ein bisschen wüst ausschaut, ganz einfach, weil es so wahnsinnige viele Ausformungen von Sonnenuhren gibt. Also Sonnenuhren gibt es wirklich in mannigfaltigen Formen und zum Teil auch mit komplizierten Skalen. Was ich vielleicht ein bisschen kurz darauf eingehen will, ist die Sonnenuhr, das ist so eine Ringsonnenuhr. Und die konnte man mitnehmen. Im Mittelalter wurde dann diese tragbare Zeit mit tragbaren Sonnenuhren, das wurde dann populär und man hat so Sonnenuhren kaufen können. Und dann musste man die geografische Breite einstellen, also in dem Fall München 48 Grad geografischer Nord und dann hat man hier diesen Mittelstab, der zeigt genau Richtung Polarstern dann, wenn ich das so einstelle und dann muss ich noch die Südrichtung wissen und wenn ich die dann so halte, dann müsste der Schatten auf dem äußeren Ring die Uhrzeit anzeigen, die Sonnenzeit. Ja, aber da muss man schon ganz schön viel wissen, um da die Uhrzeit einzutragen. Naja, also bei einer Apple Watch muss man auch einiges wissen, um irgendwas zu finden. Ich habe zumindest keine. Und das Ding klingelt mich nicht an, wenn mir irgendjemand schreibt. Naja, das ist schon aber sehr schön. Aber für eine tragbare Uhr braucht man auch ein größeres Täschchen dafür. Das sieht hier sehr wertvoll aus. Ja, also es gab natürlich, Uhr war natürlich auch immer so ein Prestigeobjekt. Das nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch damals schon im 15. und 16. Jahrhundert. Und es gab einen Stifter, der hat im Deutschen Museum, Brüggemann hieß der, der hat im Deutschen Museum seine Uhrensammlung vermacht und es waren hauptsächlich Uhren aus dem Raum Augsburg, aus dem Raum Nürnberg und teilweise sehr prachtvolle Uhren, vergoldet und mit allem möglichen Schnickschnack ausgestattet. Also da ging es nicht so sehr um die Genauigkeit der Zeitmessung. Es ging nicht so sehr um den technischen Aspekt, sondern eher um den Prestigecharakter, um den Kunstwert dieser Uhren. Mhm. Und da hat man halt auch lauter so Gimmicks eingebaut, sage ich jetzt mal, die ganz lustig sind. Also hier zum Beispiel bei der Uhr mit der Madonna, da hat sich dann zur vollen Stunde die Krone hat sich da gedreht und dann hat die Madonna das Christuskindchen so geschaukelt. Und so gab es ja verschiedene Automatenuhren. Ich meine, deswegen auch technisches Museum, weil natürlich die Uhren waren die Vorläufer von Maschinen, von Getrieben und so weiter. Also das war so ein bisschen der Anfang. Crazy. Und damals waren es auch schon die Leute, die sich für am wichtigsten hielten, haben immer gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe eine Uhr, ich habe keine Zeit. Und wahrscheinlich. Dann baut man sich schöne Goldstücke hin. Genau. Also das ist so ein bisschen eine Sonderbereichernde unserer Ausstellung, würde ich sagen. Ja. Naja, man stellt sich ja immer in Maschinen Zahnräder vor, aber Zahnräder wurden dann ja praktisch erfunden für Uhren. Ja, oder? Ja. Also die ersten Zahnradgetriebe, also das erste tatsächlich, was man glaubt, ist ja der Antikythera-Mechanismus. Vor Antikythera hat man so einen komischen Mechanismus mit Zahnrädern gefunden, das war in der Antike tatsächlich. Mhm. Und das war ja sowas wie ein ewiger Kalender, also auch mit Zeitmessung hängt das zusammen. Mhm. Naja, aber hier sind wir jetzt schon später, das ist auf jeden Fall auffällig ist, dass da was fehlt an den Uhren.
Was fehlt? Was fehlt? Der Minutenzeiger? Ja, genau. Die waren einfach so ungenau zu Anfangszeiten, dass der Minutenzeiger getrost weggelassen werden konnte. Man hat die eigentlich einmal am Tag oder mehrmals am Tag nach Sonnenuhren gestellt und dann sind die relativ schnell aus dem Ruder gelaufen. Ja. Und das sind jetzt eben ein bisschen kunterbunt, vielfältige Uhren gezeigt, die eben alle eins gemeinsam haben, die haben nur einen Stundenzeiger. Was man ab und zu noch sieht, ist eigentlich ein Pendel, wo man sich wundert, naja, Pendel bei den ersten Uhren gab es ja nicht. Pendel gab es erst Mitte 17. Jahrhunderts, Huygens war 1650, 60 rum, da hat er das Pendel erst erfunden. Und die sind teilweise früher, also wieso ist dann Pendel dran? Der Punkt ist auch immer, dass bei den meisten Uhren wurde so im Laufe der Zeit Sachen ergänzt, damit die genauer gehen. Und hier sind auch viele Pendel an diesen Uhren ergänzt worden, anschließend. Die kamen und dazu. Die hat man da nachträglich hingebaut und dann sind sie genauer gegangen. Besonders sympathisch finde ich, wenn wir hier einfach uns das nochmal angucken, dass diese Uhr mich immer daran erinnert, dass die Zeit läuft und ich irgendwann tot bin, weil der Sensenmann oben drüber steht. Ja. Humor hatten Sie damals auch schon. Ja. Ich sehne mich ein bisschen zurück in eine Zeit, in der es nur Stundenzeiger gab und die Welt nicht so ganz durchgetaktet war. Aber das ist diese Nostalgie, mit der wir dann nicht klarkommen würden, wenn wir sie hätten. Gut, gucken wir mal noch auf die andere Seite. Ja, also hier geht es um Schwarzwalduhren. Schwarzwalduhren ist so ein bisschen ein eigenes Kapitel. Das liegt daran, dass ja im Schwarzwald ab dem 17. Jahrhundert sich so eine riesige Uhrenindustrie entwickelt hat. Und anfangs war es ganz interessant, denn die Schwarzwälder haben angefangen, ihre Uhrwerke komplett aus Holz herzustellen. Also da ist kein Metall drin. Später hat man dann auch Messing verwendet und hat Eisen verwendet, gerade im 18., 19. Jahrhundert dann natürlich. Aber die ersten Uhrwerke waren tatsächlich auch aus Holz. Und damals das war nicht innungsgebunden, Uhren zu bauen. Und deswegen haben die da so eine Marktnische entdeckt. Oft wird ja gesagt im Schwarzwald, naja, die haben lange Winterabende gehabt oder was. Und dann war ihnen langweilig und dann haben sie diese Uhren gefeilt. In Wirklichkeit für andere Handwerke gab es oft schon einen Schutz. Das heißt, das konnte man nicht einfach frei anfangen. So ein Patentzeugs praktisch? Oder? Ja, wie kann quasi man das eine Innung, die das quasi... Und man konnte nicht frei einfach irgendein Handwerk beginnen. Und bei Uhren war das möglich. Und so hat sich im Schwarzwald das eben entwickelt. Und man kennt ja noch heute die Schwarzwalduhren eigentlich. Mit diesen Tannenzapfen, lustig. Das ist ja auch so eine Sache, die man nicht mehr im Kopf hat. Aber sobald man es sieht, denkt man sich ja natürlich, diese Uhren mit den Zapfen dran. Wie viele Uhren hast du eigentlich zu Hause rumstehen? Und hast du nur Digitaluhren oder hast du noch tickende Uhren? Nee, ich bin eigentlich gar nicht so ein Uhrenspezialist. Also auch kein so wahnsinniger Uhrenliebhaber. Ich schaue mir die hier dann an immer. Ja, dann wir machen weiter. Wir haben ja keine Zeit. So, wir gucken mal... Wir haben keine Zeit, ja, die halbe Stunde läuft aus, ich sehe es. Hier kann man jetzt so ein bisschen sehen an den, das sind jetzt Turmuhren. Und Turmuhren waren ja eigentlich, ab dem 13. Jahrhundert gab es Turmuhren, die waren am Anfang noch recht rudimentär, waren überall in der Dorfkirche und waren an Dorfkirchen auch parallel dazu Sonnenuhren, die sieht man heute teilweise noch. Und dann wurden die Turmuhren an den Sonnenuhren immer gestellt, nach den Sonnenuhren gestellt. Ja, weil die Sonne zuverlässig ist. Und das sind jetzt hier drei relativ moderne Turmuhren tatsächlich sogar. Aber das hier ist eine ganz alte. Und die ist also noch aus dem 16. Jahrhundert. Also sehr alt. Und die hat nun was anderes als ein Pendel, weshalb ich es ganz interessant finde. Und zwar eine Waag. Das ist dieses Ding da oben. Ja? Und diese Waag... Eine Uhr ist eigentlich immer so gleich aufgebaut. Also irgendwo brauche ich einen Antrieb, das heißt, hier habe ich Gewichte dran und die Gewichte übertragen quasi die Kraft auf das Räderwerk und das Räderwerk steht insgesamt unter Spannung, das ganze Räderwerk. Und auch die Zeiger vorne dranhängen und so, dieses Rad, das steht unter Spannung. Und jetzt brauche ich aber irgendwas, das würde einfach nur ablaufen, wenn ich keine Hemmung hätte. Ja? Und deswegen brauche ich eine Hemmung. Und die Hemmung, die sitzt jetzt da hinten drin. Und das ist in dem Fall, hier sieht man so ein Spindelrad, das ist dieses große da. Hier sieht man es jetzt. Und da sind zwei so Lappen. Und die greifen in dieses Rad rein, diese zwei Zapfen. Und die greifen einmal oben, einmal unten rein.
Und dadurch wird eigentlich dieser Lauf von dem Uhrwerk wird gehemmt, sag mal. Verstehe. Und dadurch läuft es langsamer ab. Und der Witz war aber jetzt, dass bei diesen Hemmungen oder bei dieser Art der Uhr hat dieses Ding oben keine Eigenfrequenz, keine Eigenschwingung. Und das ist beim Pendel anders. Und deswegen sind die Pendeluhren dann so viel genauer gewesen. Okay, das heißt, man hat, also das so wenn ich es jetzt mal einfach erkläre, so wie ich das verstanden habe, man braucht in der Uhr eine Sache, die Uhr antreibt, so eine Art, genau, jetzt dreh dich mal, und dann braucht man noch eine andere Sache, die sagt, ja, aber dreh dich nicht zu schnell, sondern dreh dich genau so, wie es sein muss, und das ist diese Hemmung. Das ist die Hemmung, genau. Und die, okay, Hemmung ist eigentlich der zentrale Bestandteil von der Uhr. Ja, wenn ich eine Hemmung baue, die besonders reibungsarm ist, die besonders viel dem Pendel besonders viel Freilauf lässt quasi, dann kann ich eine besonders gute Uhr bauen. Im Laufe der Jahrhunderte hat man eigentlich immer diese Hemmungen vor allem verbessert. Auch andere Sachen, auch die Pendel hat man verbessert. Aber da gibt es einen großen Fortschritt. Und das ist, wie gesagt, je genauer die Hemmung, desto besser die Uhrzeit. Genau, genau. Und das ist quasi, was man vorne sieht, 16. Jahrhundert, eine Spindelhemmung. Und dann später, hier sieht man zum Beispiel jetzt ein Beispiel von einer anderen Hemmung, die schon sehr, sehr viel besser ist. Der Herr Graham hat die mal erfunden, Graham-Hemmung heißt die. Und da sieht man oben dieses Ankerrad. Ja? In dem Fall ist es sowas wie ein Anker. Und der Anker greift rechts und links jeweils in dieses Ankerrad rein, mhm, und unterbricht dann den Gang. Wir haben wieder ein Gewicht, ja, das überträgt diese ganze Kraft, das alles steht unter Spannung. Und das Ankerrad unterbricht quasi diesen Lauf von diesen Zahnrädern periodisch und greift da immer ein. Und dieser Anker, der hat nur zwei Funktionen. Einerseits muss das Pendel anschubsen, das tut er, indem er so schräg reingreift da und dann immer ein bisschen angeschubst wird. Und andererseits muss er den Lauf von dem Rad unterbrechen. Mhm. Und diese zwei Funktionen, die muss er erfüllen. Und das war das Schwierige, das über die Jahrhunderte immer mehr zu verfeinern eigentlich. Mhm. Genau. Reden wir da von Minutenunterschied zwischen früher und den richtig verfeinerten Sachen oder Sekunden? Was ist so die Zeitspanne, die gut ist, wenn es genau ist? Also tatsächlich ist es so, dass die Riefleruhren Anfang des letzten Jahrhunderts, die haben so eine Hundertstel Sekunde Gangungenauigkeit pro Tag geschafft. Also die waren schon sehr genau. Das, mhm, wir können vielleicht nachher noch kurz bei den Riefleruhren vorbeischauen. Wir haben ein paar, mhm, hinten stehen. Und der hat durch freie Hemmung, man kann es dann nochmal sehen, und auch durch bestimmte Tricks an den Pendeln. Weil wenn ich jetzt ein Pendel habe, mhm, und das Pendel besteht meinetwegen aus Material, was sich stark ausdehnt, ist es mal heiß, mal kalt, dann ist das Pendel länger. Was passiert, wenn ein Pendel länger ist? Dann schwingt es langsamer. Genau. Hey, ich hatte eine 50-50-Chance. Wenn es länger ist, schwingt es langsamer, wenn es kürzer ist, schwingt es schneller. Ein Pendel vom Meter oder was, schwingt, mhm, ungefähr in einer Sekunde. Und dann ist es natürlich so, wenn ich diese Schwankungen ausgleichen will, dann brauche ich ein Material, was besonders temperaturstabil ist. Mhm. Oder ich nehme Materialien, die unterschiedliche Längenausdehnungskoeffizienten haben, mhm, bei Temperaturänderung und mache so ein Gitter. Und dann biegt es das einmal so genau wieder hin. Mhm. Und dann gibt es Quecksilber-Kompensationspendel, es gibt einen Haufen. Ich weiß, meine Mutter hatte früher so eine Armbanduhr, die sie abends immer aufziehen musste. Das kennen wir ja gar nicht mehr, oft aufziehende Uhren. Aber dass dieses Aufziehen war sozusagen so die Energie reinbringen, okay, damit sich die Uhr bewegt und eine Hemmung, genau, drin, genau, die sie langsam abzieht. Wir haben ja jetzt nur Pendeluhren gehabt. Aber natürlich, wenn ich eine Taschenuhr habe, dann habe ich statt dem Gewichtsantrieb, habe ich natürlich eine Feder, die ich quasi spanne, mhm, und die dann mir die Kraft auf das Räderwerk von der Taschenuhr, Uhrwerk überträgt. Jetzt muss ich 36, genau, Jahre alt werden, dass ich weiß, wie die Uhr von meiner Mutter funktioniert. Jetzt wollte ich noch kurz, ja, eine kleine Besonderheit noch zeigen. Also hier haben wir erstmal die Zeit, auch mit Minutenzeiger, aber das kennen, glaube ich, alle, da möchte ich nicht so genau drauf eingehen. Aber wenn wir hier nochmal herschauen, zu diesen japanischen Uhren, das ist ein bisschen was Besonderes. Mhm. Und zwar ist es so, dass wenn wir jetzt hier die japanischen Uhren anschauen, dann sehen die ein bisschen eigenartig aus teilweise. Die haben nämlich kein Ziffernblatt und kein Zeiger, mhm, sondern da ist im Endeffekt ein Gewicht runtergehangen. Und das Gewicht, hier sieht man es, das ist dieser Zeiger da hinten, das Gewicht sinkt ja langsam ab. Mhm. Und jetzt zeigt das Gewicht die Zeit an. Mhm.
Und in Japan war es so, dass bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch Temporalstunden galten. Das heißt, die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wurde kategorisch in 12 Stunden eingeteilt. Im Sommer waren die Zeiten, waren die Stunden dadurch viel länger, im Winter waren sie viel kürzer, bei uns jetzt. Mhm. Ja? Und dann haben wir verschiedene Blättchen gebraucht, um die Abstände dann richtig einzustellen. Da konnte man verschiedene Ziffernblätter einsetzen, um die Temporalstunden gemäß der Jahreszeiten dann richtig anzuzeigen. Okay. Aber auch so ein bisschen vom Prinzip her wie die Jojo-Uhr vom Anfang. Da ist irgendwas, was runtergeht. Ein bisschen vom Prinzip her ja, aber dahinter steckt natürlich eigentlich auch ein normales Uhrwerk, wie wir auf der anderen Seite gesehen haben. Ja, ich finde, wenn wir einmal noch kurz diese Uhr angucken, ich möchte eine kleine popkulturelle Referenz machen, aber das sieht doch genau wie die Uhr aus in die Schöne und das Biest, die lebendig wird. Und dann da auf dem, sie hat sogar 2 Augen. Na gut, wo wollen wir denn noch hin? Ja, wir können jetzt noch die Kurve machen und dann hinten nochmal zu den Riefleruhren schauen. Okay. Ich laufe mal außen rum, damit wir nicht zu nah aneinander stehen. Ja, also hier kommen wir mal zu einer Uhr, die natürlich wuchtig ist. Das ist ein richtig großes Turmuhrwerk vom Kloster in Fürstenfeldbruck. Mhm. Und da sieht man auch wieder so eine Hemmung zum Beispiel da oben, so eine Ankerhemmung. Aber die ist jetzt ein bisschen größer. Ja, eindeutig. Und dann kann man hier noch den Gewichtsantrieb sehen, auch das Gewicht natürlich. Das waren schon Gewichte, die mussten richtig große Maschinen antreiben quasi. Das ist ja eine richtig große Maschine. Die hätte meine Mutter nicht aufziehen können. Okay. Genau. Welche Uhren wollten wir noch? Diese hier? Oh, die sind auch also, sehr schön. Ich komme hier kommen wir in den Bereich. Auf die ganz andere Seite. So. Also wir kommen jetzt, hier ist der Bereich der tragbaren Uhren, der Taschenuhren nochmal. Mhm. Und eine wichtige Entwicklung bei den Taschenuhren war ja damals, als man den Längengrad mit Uhren zum ersten Mal wirklich messen konnte. Es war Harrison. Der hat im 18. Jahrhundert hat der gefunden, dass man Taschenuhren tatsächlich so genau bauen kann, dass man drüber den Längengrad bestimmen kann. Und da haben wir ein paar Marinechronometer, die da stehen. Und das sind eigentlich die genauesten Taschenuhren, die man hatte. Und das war eigentlich ein Riesenfortschritt damals in der Navigation. Aber hier stehen wir jetzt im Grunde genommen bei den präzisesten Uhren, bei den präzisesten mechanischen Uhren, Pendeluhren, die jemals gebaut wurden. Das sind die Riefleruhren. Da haben wir einige davon. Und es war so, dass anfangs des 20. Jahrhunderts wurden diese Uhren zum Teil sogar als Zeitstandard benutzt. Das, was jetzt die Atomuhren machen. Ja. Okay. Tatsächlich hat Riefler nicht gleich aufgehört, diese Uhren zu bauen, als die Quarzuhr gekommen ist. Obwohl, wie gesagt, eine Riefleruhr ist so eine Hundertstel Sekunde am Tag falsch gegangen. Und eine Quarzuhr war dann gleich mal eine Tausendstel Sekunde, 2 Tausendstel Sekunden am Tag besser. Und deswegen in den 30er Jahren sind eigentlich die Riefleruhren schon eigentlich obsolet gewesen. Mhm. Denn das waren ja wirkliche Zeitmessuhren, das waren ja keine Prestigeobjekte. Und sobald ich eine genauere Uhr habe, haben sie eigentlich dann wissenschaftlich keinen Wert mehr. Mhm. Aber wir haben, wie gesagt, einige Riefleruhren. Wir haben auch die Riefler Nummer 1, die steht vor der Astronomie. Und die wurden auch auf den Sternwarten benutzt. Und hier haben wir eben 3 Uhren. Und da sieht man ein bisschen, welche Tricks Riefler damals angewandt hat, damit die Uhr eben genauer geht. Also das sind so Nickelstahl-Kompensationspendel bei allen 3 Uhren. Der Punkt ist einfach, dass Nickelstahl wahnsinnig temperaturstabil ist. Das heißt, dies wird nicht kürzer und wird nicht länger, diese Pendelstange. Das heißt, im Grunde genommen habe ich dadurch eben eine sehr genaue Ganggenauigkeit. Und dann hat er noch so eine freie Hemmung erfunden, die das Pendel eigentlich ganz geringfügig in seiner freien Schwingung stört. Und diese Sachen zusammen haben es eigentlich dann gebracht, dass das die genauesten Uhren waren. Wir haben hier mal eine Hauptuhr gehabt, die ist tatsächlich hier gegangen und die hat Nebenuhren in unseren Sternwarten gehabt. Wir haben ja oben die Sternwarten und da konnte man dann die Sternzeit in den Sternwarten anzeigen lassen und konnte danach, nach Sternzeit kann man ja teilweise dann die
Sterne suchen am Himmel. Sensationell. Ich finde das so toll, diese Touren im Deutschen Museum, weil dann checke ich plötzlich völlig normale Dinge nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Jetzt weiß ich, Uhren, so wie ich, haben auch manchmal Hemmungen und jetzt klingelt sie auch noch. Aber leider, die Zeit läuft ab. Das war unser Klingeln. Ist es halb? Ich gucke, es ist halb. Der Halbstundenschlag war das. Vielen, vielen, vielen Dank. Also wenn das keine Punktlandung war, wir müssen jetzt schnell aufhören, sonst sind wir zu lang. Viele Grüße an alle, die dabei waren im Livestream. Gerne auch nochmal kommentieren. Alle Fragen können wir dann im Nachhinein nochmal beantworten. Und gleich geht's weiter mit unserer 360-Grad-Variante im Deutschen Museum. Vielen Dank und bis gleich. Bitte. Ciao. Ciao.